Heute besprechen wir 4 Wege, wie du Freistunden sinnvoll nutzen kannst und so nie wieder dumm rumsitzen musst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und in der Oberstufe ist es ja so, dass man oft viele Freistunden hat. Ja, der Stundenplan, manchmal kann man echt ausrasten, wenn man den am Anfang vom Schuljahr bekommt. Teilweise so viele Lücken drin, teilweise 3, 4, 5 manchmal pro Woche, ist natürlich übelst nervig, wenn man da einfach nichts zu tun hat. Und deswegen gibt es jetzt direkt 4 Wege, wie du die Zeit sinnvoll für dich nutzen kannst. Erstens, verabrede gezielte 1:1 Gespräche. Was meine ich damit? In der Pause ist ja meistens so, dass alle da sind, auch selbst unter deinen Freunden. Du kommst nie so richtig mal zum richtigen Gespräch oder eher so oberflächlich, weil die ganze Zeit irgendwas ist. Ja, du schmeißt irgendjemand ein Glas um oder so, dann ist wieder Party und keine Ahnung. Es ist die ganze Zeit irgendwas, man spielt vielleicht was gemeinsam, aber du hast nie so den 1:1 Kontakt. Das bedeutet, wenn du eine Freistunde hast und auch noch das Glück hast, dass zur gleichen Zeit jemand anders, den du schon gut kennst, auch Zeit frei hat, dann verabrede doch dich mit ihm quasi zum 1:1 Gespräch. Ich finde sowieso, so 101 Gespräche sind tausendmal cooler. Sind tausendmal cooler, weil du wirklich mal Zeit für den anderen hast. Du kannst seine Sachen sagen und kriegst echtes Feedback oder eine andere Meinung oder einen Rat und genauso umgekehrt. Und das finde ich so viel spannender, als immer nur eine Gruppe sitzt und so, yo, yo. Und dann redest du über letztes Wochenende oder was gerade eben in der Schule passiert und so weiter. Es ist einfach nicht so krass relevant. Deswegen kann das echt eine geile Möglichkeit sein, um einfach diese Freundschaften auch noch tiefer zu verstärken. Genauso aber auch, was ja wahrscheinlich vielleicht auch eher der Fall sein wird, ist, dass gar niemand von deinen Freunden da Zeit hat und du leider nicht das Glück hast, eben, dass jemand anderes, den du schon kennst, auch da frei hast. Deswegen, nimm da doch auch einfach mal den Mut zusammen, einfach auf neue Personen so zu gehen. Bei mir war es beispielsweise so, dass man immer mit so 18, 16 anderen Leuten, halt die anderen Leute aus dem Kurs, die da eben auch keine Schule haben, sitzt man dann da, jeder macht so ein bisschen irgendwas und vielleicht die, die sich kennen, sprechen ein bisschen. Und wenn man aber seine Freunde nicht am Start ist, dann oder am Start hat, dann fühlt man sich so ein bisschen alleine. Deswegen integriert doch einfach auch mal in die Gruppe. Oder wenn jemand anderes auch gerade nicht so ist, sprecht doch einfach mal mit der Person, weil es ist total interessant. Ich sag's euch, es gibt echt viele Leute, auch in deiner Jahrgangsstufe, weil bei mir war es genauso, wo du, da denkst du über die letzten Jahre, wo du sie schon immer im Gang gesehen hast, denkst du, ja, hast du dein Bild, aber hast eigentlich noch nie mit der Person gesprochen. Du siehst, hörst maximal, wenn überhaupt, das, was sie im Unterricht sagen. Und das ist dein ganzes Bild. Deswegen, wenn du mal echt mit dir redest, sind echt cool Leute dabei. Dinge, die du auch gar nicht von ihnen gedacht hast. Deswegen hab da auch einfach mal den Mut, auf Leute zuzugehen und sei gespannt, was dabei rauskommt. Zweitens, baue andere Routine-Elemente ein. Was meine ich damit? Du kannst beispielsweise in der Schule meditieren. Das ist hier vielleicht nicht so der Sport, wo du sagst, genau da will ich meditieren. Aber, auch das habe ich manchmal gemacht, wenn du beispielsweise schaffst, irgendwo einen ruhigeren Platz zu finden, wir hatten sogar einen Meditationsraum, der war leider immer nicht offen, das ist ein bisschen sinnlos, aber hatten wir sogar in der Schule. Und wenn du auch was Ähnliches hast, vielleicht einen Ruheraum, auch wenn da Leute konzentriert lernen, du kannst dich auch einfach reinsetzen und dich einfach nur hinsetzen und so meditieren. Wie gesagt, Meditationsvideo findet ihr da oben. Und ansonsten, das auch da fortzuführen und nicht immer nur daheim, oh, da meditiere ich schon, auch mal in der Schule, weil dann lernt dein Kopf auch im Prinzip, sich in der Schule noch mehr zu konzentrieren, weil du diesen Fokus-Mode mit der ganzen Schulatmosphäre verbindest. Deswegen, das ist mega geil. Genauso auch kannst du dir überlegen, Sport zu machen. Du kannst laufen gehen, wenn du vielleicht eine Möglichkeit hast, dich dort zu duschen, kannst du immer Sportsachen mitnehmen. Du kannst aber auch was machen, wo du vielleicht nicht schwitzen musst, vielleicht so ein paar Mobility-Sachen, was ich total gern mache, wenn du beispielsweise viel lernst, viel am Schreibtisch sitzt, hast du immer so Verspannungen, da einfach irgendwas zu machen, wenn du kannst auch Yoga machen, aber wenn du beispielsweise Yoga auf der Dachterrasse oder so machen willst oder im Kollegstufenzimmer selbst, das ist natürlich auch eine geile Confidence-Challenge, deswegen Respekt, wenn du dich das traust, ist aber natürlich trotzdem genauso geil. Oder auch, was ihr auch machen könnt, ist Essen. Das klingt sehr simpel, aber kann wirklich extrem viel Zeit sparen. Weil wenn du wirklich sonst nichts anderes zu tun hast, dann kannst du da einfach essen. Ich habe beispielsweise immer vom Asiapalast, hieß das bei uns, habe ich mir immer Essen geholt. Und dann habe ich da gegessen, anstatt dann beispielsweise später daheim. Oder du nimmst dir schon Sachen von daheim mit, vielleicht was vom gestrigen Mittagessen übrig geblieben ist, isst in der Schule und musst dann vielleicht daheim nichts mehr essen. Oder kannst doppelt essen, je nachdem, wie du es sehen möchtest. Auf jeden Fall schaffst du es, egal was du machst, ob das jetzt Sport, Meditation, Essen oder irgendwas, dass du einfach versuchst, Dinge, die du sonst schon am Nachmittag eh machen müsstest, nach der Schule, dass du die schon in der Schule machst und so noch mehr Freizeit hast. Und zwar nicht nur Freizeit, wo du dann wieder die anderen Sachen machst, sondern wirklich freie Freizeit. Und das kann halt mega wertvoll sein. Drittens, arbeite mega produktiv für die Schule.
Ich meine, ist ja relativ naheliegend, ja. Du bist in der Schule, hast deine Schulsachen dabei, dann auch da was zu lernen oder Hausaufgaben zu machen, ist ja super sinnvoll. Und das würde ich euch wirklich raten, also mach das wirklich. Weil ich glaube, das Problem ist, wenn du in der Schule bist, hast du keine Schule, da hast du keinen Bock und denkst, oh, endlich frei. Aber eigentlich ist es total dumm, weil gerade in der Schule kannst du so unfassbar produktiv sein, weil du bist schon in diesem Lernmodus, du bist in dieser Schulatmosphäre, wo dein ganzes System sowieso nur gewohnt ist, eigentlich aufzupassen, mitzuschreiben und so weiter. Und gleichzeitig hast du viel, viel weniger Ablenkungen. Du hast vielleicht, weil deine Freunde in der Freistunde nicht am Start sind, die hast du weg, die schreiben, die dir vielleicht sonst auch daheim schreiben würden. Du hast deine Familie nicht, die vielleicht in dein Zimmer reinkommen würde. Du, wenn du dir kein Essen geholt hast und sonst irgendwo auch alles Essen kostest und nicht einfach irgendwie an den Kühlschrank gehen kannst, fällt auch die Essensversuchung weg. Das Klo ist vielleicht auch weiter entfernt, das heißt, das ist auch nochmal weniger, oh, ich gehe jetzt mal lieber schnell aufs Klo. Und auch dein Handy. Ja, ich meine, in manchen Fällen ist es natürlich so, dass du einfach dein Handy verwenden kannst. Dann ist natürlich nicht so der große Vorteil. Manchmal gibt es auch eben Handy-Regelungen, wodurch du eher noch irgendwie eingeschränkt bist, dein Handy zu verwenden. Und das ist einfach alles geil. Ja, das heißt, nutze diese ganze geile Atmosphäre dafür, um richtig, richtig gut produktiv zu sein, dich einfach auf die nächste Unterrichtsstunde vorzubereiten, die Hausaufgaben vom Nachmittag schon wegzumachen, für die Klausur zu lernen, weil das ist einfach so eine geile Möglichkeit. Und auf einmal ist es nicht mehr so, oh fuck, ich hasse die Freistunden, weil da habe ich damit nichts zu tun. Zum Glück habe ich zu viele Freistunden in meinem Stundenplan, weil ich da am allerproduktivsten lerne und ich spare mir so viel Lernaufwand daheim. Zu guter Letzt, viertens. Podcasts, Bücher, Selbstfindungsaufgaben. Deswegen, wenn du in der Schule bist und keinen Bock hast zu lernen, daraus viel Schule zu machen, weil du dich anderweitig weiterentwickeln willst, dann liest du Bücher, hör Podcasts, alles geile Möglichkeiten, aber ich denke, da kommt ihr auch von alleine drauf. Was aber wirklich mega interessant ist, ist, wenn du dir mal überlegst, die ganzen Freistunden als die Stunden anzusehen, wo du das lernst, was du eigentlich in der Schule lernen solltest, es aber nicht tust. Das bedeutet, du kannst da zum Beispiel das immer so als deine Missionsfindungsstunden sehen. Wenn du beispielsweise noch überhaupt noch voll damit sorgst, fuck, was soll ich nach der Schule machen? Dann sag dir doch, dass du dich genau darum in der Stunde kümmern wirst. Weil dazu brauchst du keinen Lehrer, das weißt sowieso du selbst am besten. Und dann druck doch einfach Aufgaben aus im Sinne von, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Einfach so klassische Sachen. Findest du im Internet ganz, ganz viele, werde ich auch mal ein paar Methoden geben. Oder lern über ein neues Thema, wo du einfach dich dafür interessierst. Wie wäre es, wenn ich den Job machen würde? Wie wäre es, wenn ich den Job machen würde? Hör dir Interviews an. All solche Sachen. Das heißt, versuch da einfach die Thematik zu ändern, das nicht mehr als Freistunde zu sehen, sondern als einfach eine Berufsfindungsstunde, eine Missionsfindungsstunde. Und das kann halt übelst geil sein, weil dich das einfach konstant auch weiterbringt. Weil so ein Selbstfindungsprozess ist nie sowas, ah ja, genau das will ich machen, sondern es ist einfach konstant. Und wenn du das halt automatisiert in deine Woche etablierst, das durch die Freistunden, ist halt übelst geil, weil du es garantiert machen wirst. Während alle anderen, die vielleicht es nicht in den Freistunden machen, die sagen so, ja, ich will mir überlegen, aber sie machen sich nie konkret Gedanken. Und um das wirklich rauszufinden, musst du dir konkret Gedanken machen und dafür kannst du eben auch die Freistunden nutzen. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt so einfach wesentlich produktiv in der Schule sein und nicht mehr so dumm rumsitzen, wie es leider viele andere machen und ihr vielleicht vorher auch machen musstet. Deswegen, enjoyed es. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Version ihr von dem Ganzen verwendet oder ob ihr noch andere kreative Ideen habt, die die anderen vielleicht auch weiterbringen. Ansonsten denkt an eine einzige Sache. Ich glaub an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.